Weltstadt Sandkrug am Bahnhof und warten auf unseren Zug. Der soll irgendwie um 8.20 Uhr kommen. Und wenn man da hinten hier, ne, warte, da lesen kann, haben wir gerade 8.08 Uhr. Alles klar, gleich geht's weiter. Es geht ab nach Holland. Wir werden heute ein Auto abholen. So, unsere Reise fängt ja schon super an. Noch nicht mal im Zug gesessen. Und schon die ersten 25 Minuten Verspätung. Damit platzt quasi unsere ganze Reiseplanung. Super. Nordwestbahn, auf die kann man sich verlassen. So, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Nordwestbahn haben wir es dann doch noch geschafft. Wir sind jetzt mittlerweile in Leer angekommen, sind mit dem Auto nach Leer gefahren, sitzen jetzt im Bus nach Groningen und lassen uns gleich mal überraschen, ob jetzt alles glatt läuft. Es wäre Chaos gewesen, dank der Nordwestbahn mit 25 Minuten Verspätung. Das hätten wir nie wieder geschafft, da wäre der ganze Reiseplan gekippt gewesen. So, jetzt lassen wir uns überraschen. Wir sind so ziemlich die Ersten, die im Bus sitzen, füllen sich so langsam und in ein, zwei Minuten soll es losgehen Richtung Groningen. Wir lassen uns überraschen. Bis später. So, jetzt haben wir es endlich mal geschafft nach schweren Anfangsproblemen. Wir waren ja in Sandkrug am Bahnhof gestanden und wollten ja eigentlich ursprünglich mit dem Zug, also mit der Regionalbahn von Sandkrug nach Oldenburg, von Oldenburg aus dann nach Emden und beziehungsweise nach Leer. Und in Leer ging es dann mit dem Schienenersatzverkehr weiter nach Groningen und von Groningen nach Assen und von Assen dann nach Utrecht. So war die Planung. Und da wir ziemlich enge Umstiegszeiten hatten und in Sandkrug schon der Zug 25 Minuten Verspätung hatte. Das heißt, wir hätten in Oldenburg schon gar nicht den Anschlusszug bekommen. Dann hätten wir in Groningen den Bus nicht bekommen. Ich mag gar nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn wir so gefahren sind. Haben wir uns dann entschieden, nochmal von Sandkrug aus nach Emden, sage ich mal, nach Leer zum Bahnhof mit dem Auto zu fahren. Das hat geklappt. Und das hat meine liebe Frau gemacht. Die hat uns da dann hingebracht. Und wir sind ab da, just in time, mit dem Schienenersatzverkehr nach Groningen und nach Assen und sitzen jetzt endlich im Zug von Assen nach Utrecht und sind eigentlich schon fast dann am Ziel. Und da wollen wir mal gucken, ob das jetzt alles just in time bleibt. Aber sieht alles ganz gut aus. Bis später.
So, moin erstmal aus unserem neuen Projekt. Und zwar habt ihr es ja mittlerweile jetzt vielleicht schon rechts abbiegen auf Solinger Straße auf Facebook oder Instagram verfolgt. Wir oder ich habe einen gebrauchten Tesla gekauft, ein Model S aus 2015. Das ist ein P85D, also ein Performance-Modell mit Allradantrieb. Und das wird jetzt unser nächstes Projekt werden. In 200 Metern nach links auf die Auffahrt Duckwitzstraße fahren. Was wir, Navi-Troller hier die ganze Zeit dazwischen sammelt, was wir jetzt dieses Jahr so ein bisschen begleiten werden. Es geht darum, unter anderem, wie kommt man mit der Elektromobilität klar im Alltag? Wie ist so das erste, die ersten Eindrücke? Muss man sich irgendwie so ein bisschen umgewöhnen? Am Anfang jetzt ist es noch links natürlich auf noch, die Auffahrt Duckwitzstraße fahren. Leiser machen hier. So, genau. Am Anfang ist es natürlich immer noch was Neues, gerade so auch mit den Superchargern. Wir waren ja jetzt schon ein paar Mal an Superchargern. Ich wollte da immer gerne ein Video machen, aber irgendwie haben wir Pech gehabt. Jedes Mal, wenn wir an einem Supercharger waren, auf dem Weg einmal von Holland hierher und auch jetzt den ersten Tag, wo wir hier so ein bisschen durch die Gegend gefahren sind, war natürlich jedes Mal Regen. Und im Regen hatte ich dann keine Lust, die ganze Zeit draußen zu filmen. Aber es wird sicherlich noch die Gelegenheit kommen, dass wir ein Video aufnehmen können vom Supercharger. So, jetzt habe ich gerade meine Frau weggebracht. Die fliegt zu ihrer Schwester nach München. Die hat Geburtstag. Und da war ich jetzt am Bremer Flughafen und dort gibt es in Bremen im Parkhaus eine Ladesäule, die ist kostenlos. Selbstverständlich muss man die Parkgebühr bezahlen, aber man kann dort umsonst laden und das habe ich natürlich jetzt auch genutzt. Vorteil ist, man hat einen schönen breiten Parkplatz und man ist direkt am Ausgang, also eigentlich super gelegen. Deshalb, ich kann das nur empfehlen. Da haben wir jetzt auch noch mal eben so 17 Kilowattstunden nachgetankt. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Das waren so ungefähr 50, 60 Kilometer, wenn ich das in Kilometer umrechne, die wir in der Zeit, wo wir jetzt am Flughafen standen, getankt haben, an einer normalen Ladesäule mit 22 kW maximaler Ladeleistung, also nicht an einem Supercharger. Ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich bin da voll für offen. Ich möchte das auch ganz gerne. Man muss halt jedes Mal, wenn man irgendwo hinfährt, oder was heißt, man kann jedes Mal, wenn man irgendwo hinfährt, das Auto natürlich laden. Oh, jetzt redet auch noch meine Uhr. Genau, laden, weil ja ganz viele das mittlerweile anbieten. Also ich weiß von Ikea, McDonalds, in der Innenstadt bei uns in Oldenburg gibt es etliche Ladesäulen, die kostenlos sind, wo man dann auch parken kann. Also ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen und ich werde euch da ein bisschen mitnehmen. Wir haben auch noch so ein paar Kleinigkeiten hier vor, Änderungen am Fahrzeug, die mir oder was mir nicht gefällt, was ich noch ein bisschen umändern möchte. Das sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die kommen noch aufeinander zu und es ist ja nun auch kein Neuwagen. Da sind auch ein, zwei Sachen, die noch instand gesetzt werden müssen. Ist auch nicht die Welt. Da werdet ihr mich alle begleiten und das werde ich euch alles so ein bisschen auf dem Video zeigen. Ja, Elektromobilität für Neuling. Ich komme natürlich auch vom Verbrenner, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Hab auch bis vor einem Jahr oder vor anderthalb, ja, ist schon fast zwei Jahre her mittlerweile, einen V8 gefahren. Natürlich Mercedes, C63 S AMG, war eine schöne Geschichte, hat auch mega viel Spaß gemacht, aber überhaupt kein Vergleich zum Tesla Model S. Also das ist ja das, ich habe ja von Uwe Kröger etliche Videos mir angeguckt und muss jetzt dazu sagen, der sagt immer, wenn man eine Probefahrt gemacht hat, ist man eigentlich gefangen und man kommt nicht wieder von los. Da ist ganz viel Wahrheit dran. Wir waren natürlich das erste Mal in Holland und haben die erste Probefahrt mit dem Tesla gemacht, damals mit dem S70, ja, mit dem S70, der relativ viel gelaufen hat und auch im relativ schlechten Zustand war. Dafür war er natürlich recht günstig. Ich wollte einfach mal reinschnuppern. Der hatte auch keinen Autopilot, der hatte auch kaum Extras. Also es war nicht so meine Welt. Der war halt weiß von außen, schwarz von innen und dann hörte es auch schon auf. Aber es war der erste Kontakt, der auch echt cool war. Und dann ging es weiter. Dann hatte ich mich genauer mit beschäftigt, was für ein Modell wäre denn was für mich. Die Reichweite musste so ein bisschen passen. Ich wollte natürlich auch gerne ein Allrad haben und ich wollte ganz gerne eine Performance-Variante haben.
Und ein P85D ist im Augenblick auch relativ schwer zu kriegen. Also es sah recht rar auf dem Markt aus. Also wenn man dann auch noch im gewissen Preissegment guckt und nach oben hin keine Luft hat, da werde ich euch einiges erzählen. Ich habe mir etliche Fahrzeuge angeguckt und auch gerne das ein oder andere gekauft. Aber was es dort alles für Schwierigkeiten gibt, das wird mal in irgendeinem anderen Video auf euch zukommen. Nichtsdestotrotz, dieses Fahrzeug habe ich aus Holland geholt und bin auch bis jetzt, den zweiten Tag, sehr zufrieden. Kann nichts Negatives dazu sagen. Wie gesagt, ich werde euch ein paar Informationen zukommen lassen und ihr werdet mich so ein bisschen begleiten in den ersten Tagen, Wochen, Monaten bis zum ersten Jahr Elektromobilität mit dem Tesla. Ich werde die Vorteile und die Nachteile hier auch kommunizieren. Ich muss jetzt sagen, im Augenblick sind es eigentlich nur Vorteile, aber das macht vielleicht auch daran liegen, weil man das so ein bisschen Vorfreude hat. Nachteile ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen. Einen großen Vorteil, den ich schon habe, ist, man fährt an Tankstellen vorbei und die Spritpreise interessieren einen nicht. Ich gucke zwar immer noch mal drauf und sage mir dann immer, wenn der Diesel bei 1,30 Euro liegt, ha, hast du alles richtig gemacht. Das war auch so die Tage vor dem Tesla, wo ich wusste, dass der schon gekauft ist und wo ich ihn ja irgendwann abhole. Jedes Mal, wenn ich da noch mal tanken musste, man hat immer den Gestank an den Fingern, gerade beim Dieselfahrzeug. Da muss ich schon ganz ehrlich sein, da hat man dann drauf hingefiebert, dass das irgendwann wegfällt. Ja, ist jetzt passiert. Ich muss nicht mehr tanken, jedenfalls nicht mehr mit diesem Fahrzeug. Ich habe natürlich noch den ein oder anderen Verbrenner. Ich warte jetzt darauf. Ich habe jetzt eine E-Mail an Tesla geschrieben, dass dieses Fahrzeug in meinen Tesla-Account eingepflegt wird. Dann kann ich auch die App benutzen. Ich warte noch auf COC-Papiere, damit ich das Fahrzeug hier in Deutschland zulassen kann. Also erstmal muss es eine Hauptabnahme kriegen zum TÜV. Da habe ich schon gestern, weil ich mit einem anderen Fahrzeug aus unserer Firma zum TÜV musste, mal mit unserem Hauptuntersuchungsexperten, das heißt ja gar nicht TÜV, sondern ich fahre ja auch nicht zu TÜV, ich fahre zu einem anderen Unternehmen, aber der die Fahrzeughauptuntersuchung macht, mit dem habe ich drüber gesprochen, ob er auch hier die Erstabnahme machen kann. Er sagte, er müsste sich die COC-Papiere angucken, wenn die da sind. Also da warte ich jetzt drauf, die kommt von Tesla. Und wenn das der Fall ist, machen wir dann auch die Hauptuntersuchung und dann können wir das Fahrzeug endlich zulassen. Zurzeit fahre ich noch mit holländischen oder niederländischen Exportkennzeichen in Deutschland rum. Da darf ich 14 Tage mit rumfahren. Der Wagen ist also 14 Tage noch über dieses Kennzeichen versichert. Und ich denke mir mal, in den 14 Tagen sollte das erledigt sein. Sonst muss ich das Auto halt ein paar Tage stehen lassen. So. Jetzt lasse ich euch mal so ein paar Impressionen zukommen. Ihr könnt gerne mal so gucken. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht auf der Abholung und so ein paar Fotos vom Fahrzeug. Die werde ich jetzt hier mal so ein bisschen einblenden. Lasst euch mal so ein bisschen berieseln. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Oldenburg zurück. Muss leider noch ein bisschen arbeiten. Lasst die Eindrücke von dem Fahrzeug mal ein bisschen auf euch wirken und ihr werdet gleich noch weiter von mir betreut, beziehungsweise ich werde euch gleich noch weiter ein bisschen was zu erzählen. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und melde mich später nochmal.